Aubenhausen, ein idyllischer Ort unweit von Rosenheim. Claudio Huber ist zum ersten Mal hier draußen. Charlotte Rummenigge hat ihn eingeladen. Sie gehört der Deutschen Bank Reitsportakademie an. Er ist ihr Mentor. Wenn man an einen gewissen Punkt kommt, ist es nötig, so viel Unterstützung wie möglich zu bekommen. Und da versuche ich, ihr noch den letzten Kick zu geben, damit sie noch weiterkommt, als sie es ja eh schon in ihren jungen Jahren geschafft hat. Hochtalentierte Reitsportler kompetent zu begleiten, ist ihm ein Anliegen. Und die Chemie scheint zu stimmen. Ich schätze an Claudio sehr, dass er unglaublich offen ist und ich mir am Anfang das sehr trocken vorgestellt habe und so ein bisschen Angst davor hatte, weil ich auch, ja, glaube ich, ein sehr lebensfroher und offener Mensch bin und das mit so jemandem nicht gegangen wäre, der sehr trocken ist. Das schätze ich sehr an Claudio, dass er, glaube ich, auch für alles zu haben ist, was ich so für Ideen habe, er aber auch unglaublich viele neue Ideen reinbringt. Ideen und Kontakte. Etwa zu einer Eventmanagement-Agentur auf der Suche nach einem Praktikum. Der Anspruch dabei, es sollte zeitlich flexibel genug sein. Das heißt, wenn ich Donnerstag aufs Turnier fahren müsste, würde das gehen? Oder wenn ich doch mal länger reiten muss und vielleicht ein bisschen später kommen, würde das auch gehen? Was mir halt einfach zugutekommen wird, weil ich möchte ja trotzdem mich weiterentwickeln als Mensch. Ich bin ja jung, aber ich möchte ja, wie auch vorher schon gesagt, meinen Sport einfach mit Leidenschaft ausführen. Und deswegen bringt mir das Mentorenprogramm einfach unglaublich viel. Die berufliche Karriere und Sport auf höchstem Niveau miteinander zu verbinden, das scheint auf diese Weise leichter zu fallen. Es ist ein Sport, der unheimlich viel auch mit inneren Werten zu tun hat. Man braucht Präzision, Partnerschaft und Vertrauen und das ist das, was so richtig spannend macht. Auch wenn Charlotte Rummenigge mittlerweile zu den Ehemaligen der Akademie, den Alumni, gehört, bleiben sie in Kontakt, denn das hat sich bewährt.